Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Wir sind jetzt in Folge Nummer 20 und nun gehen wir in den sechsten Tower dieses Spiels zu Boom Boom, in den Keulturm des Grauens. Und ich muss echt sagen, dieses Level ist echt blöd, weil es hier einen Mini Mario Challenge gibt und die ist echt hart. Deswegen, ich freue mich nicht auf diese Challenge, aber wir müssen da durch. Meiner Meinung nach ohne Zweifel eine der nervigsten Dinge im Spiel, aber naja. Wie gesagt, auch das muss erledigt werden. Denn das hier ist ja eine wirkliche 100% LP, soll das werden. Die erste, die wahrscheinlich abgeschlossen wird seit dem großen Kanal-Update. Weil zum Mario Kart 8 Deluxe habe ich ja nur Spiegel und den 150er Hubraum komplett gezeigt. Und zu 200ern nur einen kleinen Part gemacht. Was heißt kleinen? Einen Part gemacht, wo ich eben den Modus mal so gespielt habe. Boah. Ich glaube nicht, dass das einfach wird. Ich glaube eher, dass wir da einige Versuche brauchen, um das zu schaffen. Ich weiß, dass da drüben die nächste Sternmünze ist, aber ich weiß, weil wir es ja eh nochmal machen müssen. Denn dieses Level, das weiß ich noch, hat einen Geheimausgang. Was? Ich drück 2 und das juckt den gar nicht mal. Ja. Und schon ist das mit dem Mini-Pilz futsch. Jetzt muss ich den normalen Ausgang nehmen. Da es den Mini-Pilz ja witzigerweise und dummerweise nur am Anfang gibt. Schaffst du, gut. Ich wollte gerade sagen, kann ich schon mal trainieren. Da seht ihr es, die Mini-Höhe. Die führt zur dritten Sternmünze. Das heißt, wir müssen jetzt den Boss besiegen und dann nochmal heilen. Und dieser Boss ist wirklich kein Vergnügen. Es ist zwar Boom Boom, aber es ist, wie ich ihn nenne, der Boom Boom Engel. Er kann fliegen und das ist das Hauptproblem. Weshalb er ziemlich schwierig ist, meiner Meinung nach. Seht ihr? Ja, wir haben ihn einmal. Nein, wir waren zu langsam. Oh, komm. Dieses Mal waren wir zu schnell. Ich will jetzt den Boss besiegen. Da muss ich nämlich nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich weiß, dass die dritte Sternmünze, das weiß ich noch, führt auch zu, oh je. zum Secret Exit. Und den wollen wir ja. Ja, das ist der Grund, warum ich mir die da gelassen habe. Und dann muss dieser dumme Geheul ausgerechnet dahin gehen. Hm.
muss ja bedenken, mit Mini Mario ist das alles noch viel schwieriger. Ach, ich bin so dumm, ich habe die Feuerblume vergessen. Der erste Teil war aber der schwierigste bei dem. Boah, echt jetzt? Ich hasse diesen Boss. Also, ich finde den einfach blöd. Echt jetzt? Wieso verzögert der sich so? Dieser Boss ist einfach dumm, finde ich. Es ist jetzt nicht so, weil er schwer ist, aber ich muss sagen, dieser Boss ist einfach der dümmste im Spiel, ohne Zweifel. Und er ist aber auch nicht der schwierigste im Spiel. Zumindest meiner Meinung nach. Ich wollte den Block so aktivieren, aber dann halt nicht. Ist ja wurscht. So, dann kämpfe ich jetzt mit Feuerbällen. Oder auch nicht. Boah, das hat sogar als Treffer gezählt. Boah, verfehlt. Yes, endlich. So, jetzt müssen wir bloß nochmal rein. Um als Mini-Mario diese dumme Höhe zu aktivieren. Haben wir eigentlich einen Mini-Pilz auf Lager? Ja, einen. Toll, aber ich werde es so machen, ich werde den Checkpoint nicht aktivieren. Ich hoffe, ich kann mich dann noch daran erinnern. Naja, das kann mir jetzt eh egal sein. Okay, jetzt müssen wir dort darüber, weil dort ist die Münze Nummer 2. Gut, Checkpoint aktivieren wir nicht. Okay, das ist extrem gefährlich mit dem Mini-Pilz. Lauf schnell! Puh, geschafft. So, aber es ist noch nicht vorbei.
Aber okay, das hier dürfte nicht mehr so schwer sein, wenn wir hier Geduld haben. Und keinen Fehler machen. Okay, wir haben die dritte Münze. Der Geheimausgang ist hier. Jetzt müssen wir nur verhindern zu sterben. Nur ist gut. Ich werfe mich einfach an die Fahnenstange dran. Ging schneller als erwartet. Okay, da schaltet dieses Geheimlevel frei. Sollen wir das gleich probieren? Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt, das Geheimlevel. Es ist zwar nicht das nächste in der Reihenfolge, aber egal. Es gehört ein bisschen zu dem dazu. Mal sehen, was hier drin ist. Also wenn man hier als nächstes dann reingeht nach dem Geheimausgang, dann ist man im Vorteil. Denn sonst kann man dieses Ding nie erkunden. Das ist selbst das erste Mal, dass ich hier drin war. Okay, mit der Knochenbahn macht man ja immer gern diese Späßchen da. Mit den Stampfattacken auf ihrem Kopf. Ja, erste Sternmünze verpasst, also gleich Selbstmord machen. Ich kann mich erinnern, dass das hier ziemlich schwierig war. Es war ziemlich schwierig, alle Münzen zu finden. Nein, keine Stampfattacke. Jetzt. Oh, jetzt haben wir den Hut nach hinten verpasst. Das wollte ich machen. Schnell wieder zurück, weil die Dinge brechen wahrscheinlich wieder. Ja, war klar. Okay, das Ding hier brauchen wir. Boah, gerade noch. Boah, gerade noch. Das brauche ich, glaube ich, für die nächste Sternmünze, oder? Ja, tue ich. Puh. Na gut, die brauche ich nicht. Okay, ich denke, wir machen noch ein Level aus dem Grund, weil der letzte Part so kurz war. Okay, es wurde jetzt hiermit zwar die nächste Festung freigeschalten, aber jetzt gehen wir wieder zurück zur Normal und machen da weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben. Feisthörnchens Kobel, das letzte Level für diesen Part. Ich glaube auch nicht, dass dieses Level schwer war. So, hier rein. Okay.
So, für welchen entscheiden wir uns? Ich sag mal von da hinten. Schaut euch das an, wir sehen sogar schon, wo wir hin müssen. Ins Mittlere. Ja, in dem Mittleren, in dem, wo ich vorhin war, da wäre gar nichts gewesen. Diese Sternmünze ist irgendwie ein bisschen dumm, muss ich sagen. Hilfe. Jetzt kommt auch noch das Feisthörnchen hier rein. Okay, jetzt müssen wir laufen. Ach, wo kommst du denn her? Ich bin froh, dass wir jetzt diese Eichel nicht gebraucht haben für irgendwas. Boah, zweimal knapp verfehlt. Ja, vor lauter Hummen spielen. Na gut, dafür baue ich auch nicht wirklich eine Eichel. Na klasse. Schnell raus hier, ganz ehrlich. Bevor uns hier noch irgendjemand frisst oder attackiert im Allgemeinen. Okay, dieses Mal habe ich mal daran gedacht, auf eine Schnapszahl zu warten. So, mal sehen, was uns jetzt diese Schnapszahl für ein Item bringt. Wahrscheinlich, ich wollte jetzt schon sagen, eine Münze. Aber wir sind ja nicht in Mario Kart 8. An Stern wetten oder ein Pilz? Ja, ein Pilz ist aber besser als ein Stern. Okay Leute, das war's dann von New Super Mario Bros. U Folge 20. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren für mehr nicht vergessen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.